Grüezi miteinander. Wir sind Source und Rita Hochstrasser. Wir starten durch zu einem großartigen Abenteuer. Wir nehmen Sie jetzt mit. Es heißt Rohkost. Dahinter versteckt sich so viel. Machen Sie es, schauen Sie zu und so geht's. Gut, also wir kommen jetzt hier zum Getreide. Wir lassen hier mal den Wildrocken durch. Damit machen wir ein Chili non carne. Es ist interessant, dieser Wildrocken, der hat zwischen 11 und 13% Protein, aber in einer Verfügbarkeit, nicht wie erhitzte Speisen. Erhitzte Speisen, da verklocken ja die Proteine und da kann man nur noch einen kleinen Bruchteil aufnehmen. Also wenn man fragt, woher nehmen Sie die Proteine in der Rohkost? Das ist keine Frage. Wir haben mehr Proteine in der Rohkost, als wir in der gekochten Nahrung haben. Wir haben da zwar schon auch, aber nicht verfügbar. Normalerweise brauchen wir etwa dann, wenn wir am meisten brauchen, als Säuglinge haben wir gerade knapp 2% Proteine drin. Keine Angst, dass wir zu wenig hätten. Hier haben wir zwischen 11 und 13% drin. Wildrocken ist ein nicht mutierter, nicht gezüchteter Rocken. Der wird zwar angebaut, angesät und geerntet, aber der wird nie gezüchtet. Und damit haben wir eine sehr, sehr kräftige, großartige Speise hier. Powernahrung. Powernahrung, ja. Ganz genau. Auch mit dem Weizen oder mit dem Kamut hier, da brauchen wir keine Probleme zu machen wegen dem Gluten. Weil das wird durch das Ankeimen, wird das ja schon bereits in die einzelnen Aminosäuren aufgespalten. Nicht ganz, aber an. Wir haben da relativ viel Mehrfachzucker drin oder die Stärke wird abgebaut und so weiter. Also wir haben hier schon eine werdende Pflanze, das macht es interessant. So, jetzt, wenn du möchtest, kannst du das mal durch die Tüte lassen. Wichtig ist natürlich auch, dass dieser Roggen nicht weiter gekeimt ist als so. Das ist die optimale Keimung, weil wenn er weiter gekeimt ist, dann kriegt er da so einen wurzelgrasigen Geschmack. Und dann fragen mich die Leute immer wieder, warum schmecken meine Getreidekeime nicht? Könnte man das nicht auch im Mixer machen? Nein, das würde so natürlich nicht gehen, weil das ist zu fest. Das würde die Messer blockieren. Was man machen kann, ist, man könnte zum Beispiel hier angekeimten Kamut nehmen und eingeweichte Goldleinsamen und die Leinsamen einweichen mit genügend Flüssigkeit, dann das ein Viertel Leinsamen, drei Viertel vom Kamut oder was man dann an Getreide nimmt, das geht wunderbar. Das kann man dann im Mixer. Also ich würde jetzt einen Trockenmixer nehmen, zum Beispiel von Vitamix. Ich bin sicher, andere Mixer gehen da auch. Zum Beispiel ein Bianco könnte auch gehen. Das muss man dann ausprobieren. Und diesen Teig, könnte man damit auch Pizzateig machen? Absolut. Was möchtest du auftischen? Ja, ich würde mal unbedingt Chili non carne machen. Ja. So ein bisschen deftig, so ein bisschen, ne? Komm, fangen wir mal an damit. Was haben wir in einem Chili non carne? Das Rezept findet man im Buch Rohkost vom Feinsten auf Seite 123. Jetzt nehmen wir da mal drei Tomaten. Geben die drei Tomaten hier in den Mixer hinein. Etwas Wasser geben wir noch dazu. So, dann nehmen wir getrocknete Tomaten. Warum diese getrockneten Tomaten?
geben dem Ganzen so ein bisschen dieses Tomatenpüree-ähnliche schöne etwas. Dann geben wir hier noch italienische Kräuter dazu. So. Voilà. Dann lassen wir die Geschichte mal laufen. Verstellen wir mal ein bisschen weg hier. Welche Farbe hat der Chili Con Carne? So braunrot. Ja. Gut, jetzt wollen wir diese braunrote Farbe auch hinkriegen. Und dazu nehmen wir jetzt zum Beispiel so viel Namabi und Tamari, bis wir diese Farbe haben. Wenn wir diese Farbe haben, ist es gut gewürzt. Ah, super. Ja, genau. Gute Referenz. Ein Chili non carne, warum heißt das Chili non carne? Weil es ziemlich... Kein Fleisch drin. Ja, erstens mal. Und zweitens Chili, weil es ziemlich scharf ist. So, jetzt machen wir das scharf. Wir könnten jetzt Chili nehmen. Wir könnten auch Chiliöl nehmen. Okay, ich gehe mal Chiliöl kaufen. Wir haben hier ein Chiliöl. Das Chiliöl ist von Nicola Di Capa. Das ist eine halbwilde Bergolive, die sie züchten. Pflanzen, Pflegen, Bio, alles vom Feinsten. Und die ist jetzt mit Chili gepresst. Die Olivenöle, die machen wir nicht selber, die haben wir auch da, haben wir ein Olivenöl. Würde ich jetzt genügend Öl hier reingeben vom Chiliöl, das würde niemand mehr essen, das ist extrem scharf. Also da muss man aufpassen, der Feuerlöscher ist gleich hinter der Türe. So, und jetzt haben wir hier die Soße für das Chili Con Carne. Dann bräuchten wir noch die Süßlupinen, mit denen täuschen wir hier ein bisschen Bohnen vor. Man könnte jetzt auch, wenn die in Saison sind, zum Beispiel Süßmais nehmen dazu geben, man könnte noch ein paar Erbsen dazu geben und so weiter. Man könnte auch Zucchini hineinschneiden, das werden wir noch machen. Und mit Zucchini werden wir das auch noch ein bisschen dekorieren. Schwarze Oliven ist auch etwas Feines, womit man das dekorieren kann. Dazu schneiden wir dann Nudeln und diese Nudeln, die kann man dann gebrauchen, um damit dann dieses Chili Con Carne zu genießen. So, das werden wir gleich anschließend machen. Voilà. Gut, das werden wir jetzt dann nachher in eine kleinere Schüssel geben und schön garnieren. Möchtest du das machen? Das mache ich gerne, ja. Also was wir hier haben, ist eine gelbe Rebe oder Bodenkohlrabe oder Steckrübe, je nachdem, wo man zu Hause ist. Es ist ein altes Gemüse, ein Gemüse, das wurde dann zwischen den Kriegen so ein bisschen als arme Leute Gemüse gehandelt und deshalb ist es vom Markt mehr oder weniger ein bisschen zurückgegangen. In der Rohkost lebt es neu auf. Das ist jetzt geschält, das ist ungeschält. Die Schwester dazu haben wir hier in der weißen Rebe, die ist der Verwandt. Damit kann man ganz nette Sachen machen. Mit der machen wir jetzt zum Beispiel Nudeln für, um das Chili Con Carne zu servieren. Wir geben das dabei, das Chili Con Carne alleine, das würde dann ein bisschen deftig werden und deshalb geben wir hier noch ein Gemüse dazu. Das geht folgendermaßen, wir stecken das hier auf. Auch da haben wir wieder diesen Le Rouet.
Ich lasse da immer wieder ein bisschen mal ausschneiden, sonst werden die dann zu lange und dann kann man die dann nicht mehr gut schöpfen. Also wenn man die Gäste nicht mag, dann lässt man das Ganze an einem Stück und lacht sich dann mal ins Fäustchen, weil sie es nicht mehr aus der Platte kriegen. Aber das wäre nicht nett. Und da wir immer nur netten Besuch kriegen, machen wir die so ein bisschen mundgerecht, gell? So. Diese Le Roux, die ist da auf Seite 20 im Buch Rohkost vom Feinsten, da hat man aufgelistet, was die hilfreichen Werkzeuge sind. Da kann man dann nachlesen, was man so ungefähr braucht, wenn man anfängt zu arbeiten in der Rohkost. So gut, diese Steckrübe oder Bodenkohlrabi oder wie man sie dann wo auch immer nennt, haben wir jetzt dazu feinen Nudeln geschnitten. Da geben wir etwas Rapsöl dazu, damit die schön glänzen und geben sie dann auch auf eine saubere Platte und servieren sie dann zum Chili. Diese Bodenkohlrabi, die gehört zu den Kohlgewächsen. Das ist noch interessant zu wissen, wie zum Beispiel Kohlrabi auch. Geben Kohlgewächse dann nicht Blähungen? Im Prinzip ja oder nein. Das hängt immer davon ab. Wenn die Kohlgewächse gekocht werden, dann blähen sie. Wenn sie aber im Rohzustand gut gekaut werden, dann gibt es keine Blähungen. So, da geben wir noch ein bisschen Petersilie. Ich habe jetzt hier kein Salz daran gegeben, weil gewürzt ist ja das Chili non carne schon und miteinander wird sich das ergänzen. Was könnte man heute Abend auftischen für uns und unsere Familie? Wie wär's mit einer Sushi? Ah, toll, ja. Sushi normalerweise macht man ja mit Reis, das herkömmliche Sushi. Also das heißt, wir machen ja nicht eine herkömmliche Küche, sondern wir machen eine spezielle Küche. Hier habe ich ein altes Gemüse, das habe ich bereits geschält. Das ist eine Pastinake. Mhm. Pastinake gehört zu den Möhrengewächse. Und das gehe ich jetzt mal ganz kurz durch die Reibe lassen. Ja. Da sind wir wieder. Hier haben wir es durch die Reibe gelassen. Da nehmen wir jetzt unsere Sauce Royale, geben von der Sauce Royale hier dazu. So, voilà. Jetzt mischen wir das. Ich mische das mit den Händen, weil die Hände sind das Werkzeug, was ich am meisten gewaschen habe heute schon. Dann habe ich natürlich das Werkzeug, wo ich am besten schön mischen kann. Es wäre schade, wir hätten das da nicht schön untereinander gemischt. Voilà. So. Genau. Jetzt haben wir das schön gemischt. Dann nehmen wir zwei Gabeln. So. Jetzt haben wir hier Nori. Das ist ein Seetang, das ist ein ungeröstete Nori. Wenn die geröstet wird, wenn die jetzt in die Wärme, in die Hitze kommt, dann wird die grün. Ja. Das ist, jetzt haben wir eine glänzende und eine weniger glänzende Seite und wir nehmen jetzt da die weniger glänzende Seite. Dann geben wir hier von dem dazu, schön so einbetten. Voilà. Könnte man da zum Beispiel anstatt Pastinaken auch Sellerie nehmen? Absolut. Du kannst auch ein anderes Gemüse nehmen. Und man sollte sehen, dass man ein Gemüse hat, das nicht zu viel Flüssigkeit enthält, dass hier am Schluss dann die Flüssigkeit davonläuft. Aber eigentlich eignet sich, es würde sich auch Blumenkohl eignen, es würde sich auch Möhren eignen. Man kann aber auch beides machen, man kann Pastinake und Möhre nehmen zum Beispiel. So. Voilà, jetzt geben wir hier Möhre da hinein. Das gibt uns dann so ein schönes
ein schöner Kontrast. Gell? Mhm. So, dann nehmen wir das Ganze und schlagen es ein. So, voilà. Ganz ein. Voilà. Und schon hatten wir hier eine Rolle. Die lasse ich jetzt einen kurzen Moment stehen, bevor ich das dann schneide. Es lässt sich dann etwas schöner schneiden. Jetzt haben wir aber noch etwas. Was, wenn ich einen Gast habe, der sagt, bitteschön, ich mag keine Meeralgen. Dann könnte man hier zum Beispiel, ich habe hier ein Gemüseleder gemacht. Das ist jetzt verschiedene Gemüse, die ich hatte. Habe ich die in den Mixer gegeben, habe die gemixt, habe etwas rote Beete dazu gegeben und dann habe ich das noch mit Psylliumschalen oder Flohsamenschalen, wie sie heißen, habe ich noch etwas dazu gegeben und jetzt ist das schön geschmeidig. Durch die Flohsamenschalen. Ganz genau. Mhm. So, jetzt nehmen wir von dem eines und machen das ganz genau gleiche. Noch einmal. Mit Ausnahme, man könnte jetzt eine Spargel da hineingeben. Man könnte eine Spargel und zum Beispiel etwas Paprika dazugeben. Gut, dann nehmen wir hier die Spargel. Die Spargel legen wir jetzt mal so hin. Voilà. Dann brauchen wir da von der roten Paprika. Ja. Und das schneiden wir jetzt mal. Toll, die Schneider. Okay. Ja, das kommt halt mit der Zeit. Man hat früher Feierabend, wenn man da ein bisschen Gas gibt. So, und das legen wir jetzt daneben. Schön, ja. Ich habe das da hier ein bisschen, oder? Ich habe das da ein bisschen benetzt. Und jetzt schlagen wir das da so schön an. Hier. Voilà, dann kann man das noch etwas andrücken, ein bisschen, so. Voilà. Ja. Gut, jetzt haben wir das, aber ohne Meeralgen. Können wir da die restlichen Pastinaken, die angemachten Pastinaken, in eine Form geben, um das schön zu dekorieren, wo wir dann nachher die Sushi rundherum anrichten. Gut, ich könnte eigentlich in der Zwischenzeit schon mal die Sushi schneiden. So, jetzt könnten wir das Sushi gerade schneiden, so wie man das in Japan macht. Für mich persönlich ist das ein bisschen langweilig. Ich schneide das gerne schräg, so. Das sieht ein bisschen hübscher aus. Voilà. Dann richten wir das da so an, setzen das so hin, die Enden. Damit das ein bisschen etwas schöner aussieht, die pflanzen wir dahin, das pflanzen wir so hin und das geht hier hin. So, das sind jetzt die Sushis mit der Nori. Ja, und jetzt haben wir das mit dem Gemüseleder. Da habe ich ein bisschen Wasser darüber gegeben, damit das schön geschmeidiger wird. Und jetzt kann man das ein bisschen besser schneiden. So, dann nehmen wir ein paar Papier und machen das Messer nochmal sauber, schneiden dann das sehr sorgfältig hier. Voilà. So, da brauchen wir jetzt ein Messer, das gut schneidet. Voilà. So, jetzt geht das schon ein bisschen schöner. Und jetzt stellen wir das da hier hin. Und das da stellen wir da drüben hin. So. Das da mit so hin, das da setzen wir da hin, so. Dann nehmen wir das noch hin. Genau. So. So. Und da könnte man hier noch zwei Mäuschen
auf das Herzlein setzen. So. Schön. Ja. So hat es für uns beide was dabei, gell? Gell? Ja. Möchtest du dazu noch eine Soße? Normalerweise werden ja zu Sushis auch Wasabi-Soße. Ja, gerne. Jetzt machen wir aber etwas ganz Feines. Wir machen eine Meerrettichsoße, weil die Meerrettich, die enthält ja die Senföle wie Wasabi auch. Ja. Das wäre doch noch schnell was. Ja, gerne. Dann nehmen wir zur Hälfte Wasser für die Soße und dann zur Hälfte Namabio Tamari. So, voilà. Wenn wir das da drin haben, nehmen wir Meerrettich, weil Meerrettich enthält dieselben Senföle wie eine Wasabi. Ich lasse das mal durch die Bierreibe durch hier und das kann man variieren. Wenn ich mehr nehme, wird es natürlich etwas kräftiger oder schärfer, so, wenn ich weniger will. Riechst du das schon? Das schon, ja. Ja, riecht ihr das auch? Ja, kommt das bis da durch, gut. Also, jetzt haben wir es hier drin. Und diese Soßen, diese Wasabi-Soßen, die werden ja mit Fenchel oder also mit Kartoffelstärke oder mit Maizena, also Maisstärke abgebunden. Wir nehmen hier entweder Johannesbrotkernmehl oder wir nehmen Guarkern. Gut, weil wir jetzt vorher ja schon Johannesbrotkernmehl genommen haben, nehmen wir jetzt Guarkernmehl. Wir lassen da mal die Sache jetzt raus. Und während laufender Hitze geben wir jetzt das dazu, damit das keine Rösten bildet. So. Also einen gestrichenen Teelöffel. Voilà. So. Ja, knapp einen Teelöffel geben wir rein. Genau. Siehst du jetzt, ist das schon bereits. Ja, dickflüssig. So. Und das können wir dann zu den Sushis nehmen. Und das gibt dann da das notwendige Spannende dazu. Ja. So einfach geht's, so schnell hat man eine tolle Mahlzeit bereit. Da freuen sich nicht nur die Familienteilnehmer, sondern auch alle geladenen Gäste. So. Und das können wir dann zu den Sushis nehmen. Und das gibt dann da das notwendige Spannende dazu. Ja. So einfach geht's, so schnell hat man eine tolle Mahlzeit bereit. Da freuen sich nicht nur die Familienteilnehmer, sondern auch alle geladenen Gäste. Tomatensauce, da nehmen wir die Abschnitte, die wir vorher gehabt haben, wir nehmen die Tomaten dazu, dann geben wir noch ein paar kleine, man könnte auch noch ein paar getrocknete nehmen, die getrockneten bringen dann den Tomatengeschmack hier hinein, dann genau, voilà, ein, zwei Hälften geben wir da dazu, dann machen wir den Deckel drauf. Geben das auf die Maschine, nehmen den Stöpsel. So, jetzt haben wir das mal ein bisschen angehackt. Jetzt geben wir etwas Mandelpüree dazu. Mit der Mandelpüree binden wir das Ganze schön dann, das wird dann cremig, wir gießen noch etwas Öl hinein. Am Anfang zum Anstarten, wenn wir Säure da drin haben, dann bindet das Lecithin etwas schöner. Was wir aber schon bereits reingeben können, sind die Kräuter Oregan, Majoran und Thymian in dieser Mischung. Geben das wieder zurück.
So, dann machen wir den Deckel nochmals drauf. Und jetzt lassen wir das drauf. Wenn wir jetzt frische Kräuter nehmen, dann können wir die erst am Schluss reingeben, oder? Ich würde für eine Tomatensauce keine frischen Kräuter nehmen, aus dem einfachen Grund, wenn ich frische Kräuter dazu gebe, die ja meistens dann grün sind, dann verändert es mir die Farbe. Dann wird das braun statt rot. Oder einfach untermischen am Schluss, so noch ein paar frische Kräuter, das ginge schon. Ne? Das können wir machen, wenn die Kräuter gehackt sind, aber nicht im Mixer. Ja. Jetzt haben wir hier die Tomaten jetzt montieren. Jetzt haben wir ein Mandelöl. Dieses Mandelöl. Und dieses Mandelöl gieße ich jetzt bei laufendem Mixer hinein. Man könnte jetzt dafür zum Beispiel ein Aprikosenkernöl nehmen, man könnte ein Senföl nehmen, man könnte Senföl mit Rapsöl gemischt haben. Man könnte auch ein Sojaöl nehmen, aber dann laufen wir die Gefahr, dass es dann etwas gelblich wird. Mhm. Wobei, wenn man das will, man kann es auch mit gelben Tomaten nehmen, dann würde ich machen, dann würde ich unbedingt eine gelbliche Soße nehmen. Jetzt haben wir hier ja Säure drin und um diese Säure etwas zu dämpfen von den Tomaten, gebe ich das 3-Raten Apfeldicksaft dazu. So, jetzt geben wir hier den Apfeldicksaft dazu, lassen den Mixer nochmals laufen und dann können wir diese Soße mischen mit dem, so, mit dem Brokkoli. So, wenn du möchtest, kannst du da von der Tomatensauce, nehmen wir mal so viel, voilà, diese Soße könntest du jetzt mit dem Brokkoli mischen und den Rest geben wir dann separat dazu. Gut. Da machen wir als Garnitur jetzt noch eine Tomatenrose. So, und diese Tomate kann man dann nachher gebrauchen für die Tomatensauce oder fürs Ketchup. So, jetzt halten wir das. Ich mache das noch ein bisschen. So, jetzt. Noch einmal, wir fangen noch einmal an. Knifflige Sache, gell? Manchmal schon, ja. Manchmal ist es da schon ein bisschen glitschig und will seine eigenen Wege gehen. Aber es ist immer alles eine Frage der Durchsetzungskraft. Voilà, so. Und jetzt haben wir schöne Rose schön. Da. Jetzt nehmen wir da noch zwei Blättchen vom Basilikum. So, dann kommt ein Blättchen hier hin, ein Blättchen kommt da hin. So, und jetzt haben wir hier die Pilze und diese Pilze, die geben wir jetzt da um das Ganze herum. Voilà, die haben wir jetzt kurz anmariniert, damit die... So. Man muss aufpassen, dass man die Pilze nicht zu lange drin hat, sonst werden die ledrig und zäh. Das wäre schade. So, here we go. Jetzt haben wir auf der einen Seite da schon bereits einen Brokkoli an der Soße, der mariniert jetzt. Jetzt lassen wir den ungefähr etwa eine Viertelstunde mindestens stehen.
weil der wird dann schön zart und die Soße da geben wir separat dazu, dann kann jeder so viel Soße nehmen, wie er gerne hätte noch dazu. Mhm. Super. Gut, jetzt haben wir die geschälte Kohlrabi. Jetzt haben wir hier wiederum eine Wellenraffel, wie wir das sehen bei den Waffeln. Nur, wir setzen das jetzt auf 2. Wir machen da eine größere Distanz vom Schlitten zum Messer. Jetzt lassen wir das hier durch das Messer schön gerad. Dann nehmen wir den Handschutz. Das ist immer noch wichtig wegen der Farbe. Sonst wird das da plötzlich eine rote Beete, gell? Die Messer sind recht scharf. Ich setze das wieder schön zusammen, damit eine Scheibe auf die andere passt. Und nehme dann noch den Rest, so. Und jetzt haben wir wieder eine Kohlrabi fertig. Jetzt achten wir darauf, jetzt habe ich sie so durchgeschnitten. Und jetzt drehe ich die um eine Vierteldrehung nach oben, nimm die wieder gut in die Hände und schieb sie wieder über die Reibe. So. Jetzt nehmen wir gerade den Handschutz. Voilà. Und jetzt haben wir hier Spirelli. So sehen die Spirellis dann aus. Auf Schweizerdeutsch heißen sie Krüseli. Krüseli heißt aber wiederum übersetzt Locken. So. Voilà. Dann nehmen wir die Pesto, die wir da im Rezept haben. Holen da mit einem Löffel diese Pesto raus, geben diese Pesto zu diesem Krüseli. Und jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig umgehen, weil jetzt sind die noch zerbrechlich. Ich mische die mal an, so, aber ganz sorgfältig, und dann lassen wir sie mal einen Moment stehen, so etwa 5 bis 10 Minuten, und dann sind die al dente. So. Die lassen wir jetzt hier so, und wir sehen, die sind immer noch fest, also das, da, die sind fest, und die werden nachher al dente. So, jetzt haben wir hier die Spirelli, die Krüseli, die mischen wir noch einmal. Jetzt brauchen wir nicht mehr so sorgfältig davor zu gehen, weil jetzt sind sie, wie man das sieht, bereits schön al dente. So, wir machen jetzt Carpaccio. Also, warum Carpaccio und woher kommt das Rezept? Carpaccio, das war eigentlich ein Herr Carpaccio, ein Italiener, das kommt aus Italien, und er hat das Rezept entworfen in seinem Restaurant. Er hat Rindfleisch ganz feine Scheiben geschnitten und hat dann mit Ricotta und grünem Pfeffer und Meerrettich hat er dann eine Füllung gemacht, hat das dann eingepackt und hat eine Sauce Vinaigrette dazu gegeben. So, wir machen das aber jetzt mit Rote Beete. Wir nehmen die rote Beete, lassen sie ganz durch einen feinen Hobel. So. Und jetzt haben wir da diese rote Beetenscheibe. Ja. In der Zwischenzeit machen wir die Füllung. Ich gieße eingeweichte Cashewnüsse mitsamt dem Einweichwasser da hier hinein. Machen den Deckel drauf. Lass das mal. Nehmen wir hier die Meerrettich, reiben dann ein bisschen Meerrettich und geben dann die Meerrettich da in die Cashewnüsse hinein. So. Voilà. Dann geben wir noch ein bisschen
Salz. Dann geben wir noch ein bisschen Hefe, damit ich da den leichten Käsegeschmack kriege. So. Man könnte jetzt zwei verschiedene Variationen machen. Wir können auch noch ein bisschen Pfeffer aus der Mühle nehmen. Gute Idee. Gute Idee. Und jetzt geben wir da ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Dirty Pfeffer hat zwar nie Pfeffer gebraucht, weil ich gesagt habe, Pfeffer würde eine leichte Reizung auf die Nerven. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wenn man das mit dem Pfeffer nicht übertreibt, ist das vergeht eine. So, das überziehen wir jetzt mit einer, ganz leicht, mit einer Sauce Vinaigrette. Die haben wir schon gesehen. Und die Sauce Vinaigrette, die servieren wir jetzt separat dazu. So, man könnte da noch ein bisschen, weil es ein italienisches Gericht ist, könnte man da noch ein bisschen Basilikum dazugeben. So, voilà. Dann könnte man noch ein Tomätchen dazugeben. Eines hier, eines da. Und das wäre noch geschickt, zum Beispiel 2-3 Oliven. Da haben wir ein Carpaccio. Weißkraut fein geschnitten und mit diesem Weißkraut machen wir ein Schweizerkraut. Weißt du noch, warum Schweizerkraut heißt? Ja, weil wir Apfelsaft nehmen anstatt Zucker. Ja, genau. In Amerika würde das Coleslaw heißen, ja. Aber wir haben keinen Apfelsaft, wir schon. So, in Amerika gibt es ja die Idee von dem Rezept, ist daher, dass in Amerika hat man eine gesüßte Mayonnaise und wir nehmen jetzt eine Sauce Royal, geben die da hier dazu, so. Jetzt nehmen wir da all die Sauce Royal, ein bisschen Apfelsaft. So, voilà. Und wenn du möchtest, darfst du das jetzt so schön mischen. Ich mache in der Zwischenzeit eine Schweizer Farbe.
in Thailand, habe da festgestellt, dass die ganz feine Frühlingsrollen machen und ich habe gedacht, ich möchte auch mal eine Frühlingsrolle essen und habe da das Rezept entworfen, Frühlingsrolle in Rohkostqualität. Dazu schneiden wir ein bisschen Weißkraut. Ja. Das geben wir dann mal nach hinten. Dann nehmen wir eine Schüssel, geben das hinein und dann geben wir zum Beispiel etwas Karotten dazu. Voilà. Dann können wir noch ein bisschen entweder Sojasprossen oder wir können etwas von den Linsen dazugeben. Gut, dann schneiden wir da hier jetzt die Rinde mal weg. So. Dann machen wir da so Streifchen mit dieser Ananas, geben das ebenfalls dazu und würzen das mal. Eine feine Geschichte wäre, wenn wir jetzt da noch eine Sweet and Sour Sauce dazu machen würden. Und das machen wir dann auch gleich. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Halli. Ein bisschen Edelhefe. Dann nehmen wir noch ein bisschen Koriander. So, da geben wir jetzt etwas Muskatblüte dazu noch. Dann nehmen wir noch Kreuzkümmel. Und wichtig ist, man kann da zu viel dazugeben. Ein Gewürz soll ein Gericht höher stellen, es darf es aber nicht übertreffen. So, das machen wir wieder an den Platz zurück, damit wir das nächste Mal wieder finden. Dann mischen wir das mal schön. So. Voilà, jetzt haben wir hier die Füllung. Auch da kann man natürlich noch verschiedene Sachen dazugeben. Auch da steht es frei, wie man das gerne würzen würde. Was man auch noch hineingeben könnte, wäre jetzt Korianderblätter. Und das müssen wir dann eben. Was wir da auch noch etwas reingeben könnten, wäre ein bisschen Kokos, so ein Esslöffel vielleicht. So, und jetzt geben wir da noch ein paar Tropfen schwarzer Sesam. Das bringt uns ins orientalische Kabinett. Ja. Jetzt haben wir Kokosöl und wir haben schwarzes Sesamöl da drin. Noch knetet jeweils das Gemüse. Was hat das für eine Wirkung dann? Und das gerade den Weißkraut oder die Kraut, wenn ich das jetzt ein bisschen kräftig in die Hand nehme, dann wird es schön geschmeidig. Mhm. Es nimmt die Gewürze besser auf und man kann das nachher besser essen. Ja. Jetzt haben wir hier einen Einschlag. Den Einschlag, den hat man da aus Gemüse gemacht. Den legen wir mal da so hin. Mal, nehmen die Füllung, legen die Füllung hier hinein. So. Ja. Dann nehmen wir den Pinsel, machen das ein bisschen feucht auf der einen Seite hier. Ja. Wir schlagen das so ein. Voilà. Lappen das über. So, lassen wir das auf der Schnittstelle mal liegen. Nehmen das nächste.
Dann geben wir hier die Füllung dazu. Und dasselbe noch einmal im Grill. Weil wir jetzt noch eine Füllung haben, nehmen wir noch eine. Könnte man noch eine andere Form machen zum Beispiel? Ja, das könnte man tatsächlich. Ich möchte es mal an Samosa sehen. Ja. Das Samosa haben wir auch auf unserer Homepage, genauso wie hier jetzt diese Frühlingsrollen rezeptiert. Das ist ein neueres Rezept, das ist noch nicht in der, im Buch. Vielleicht die nächste Auflage. Wir haben auch eine etwas andere Füllung kreiert für die Samosas, eine andere Soße. Aber das Prinzip, das zeige ich jetzt mit dem Einschlag dann. So, voilà. Das nehmen wir da. Voilà, und legen wir das auch hin. Wenn ich jetzt ein Samosa machen würde, dann... mal sehen, ob ich das noch kann. Ja. Ein Dreieck also. Jetzt legen wir das. Jetzt legen wir das so ein. So. Schlagen wir das so ein. Nehmen das. Ja. So Dreieck. Dann nehmen wir die Füllung, machen das da rein. So. Wir haben jetzt auch da die Frühlingsfüllung, ja, damit da alles seine Berechtigung hat. So. Fertiges Samosa. Dreieckig, schön und vegan gefüllt. Ja, toll. Jetzt könnten wir das auf eine schöne Platte geben. Noch eine gute Soße dazu. Ich zeige mal schnell eine Sweet and Sour Soße. Ich habe jetzt hier Tomaten geschnitten. Ich gebe die Tomate hier hinein. Da machen wir ein bisschen Wasser dazu. Dann geben wir noch einen Schuss Essig hinein. Apfelessig, natürlich nicht pasteurisiert, ein Rohkostessig und das wäre jetzt ziemlich sauer. Jetzt machen wir nämlich, damit das nicht so sauer ist, geben wir jetzt hier noch eben Sweet hinein. Also Apfeldicksaft. So, dann würzen wir die Geschichte noch mit etwas Salz. Dann könnten wir noch etwas Hefe dazugeben. Dann würde ich hier ein bisschen Kreuzkümmel dazugeben. So, ein bisschen Kreuzkümmel. Voilà. Dann nehmen wir noch ein bisschen Cayenne. Das ist so schön, wenn so ein Sweet and Sour doch ein bisschen ein Charakter zeigt. So, voilà, komm, ich nehme noch ein bisschen. Voilà. Das gibt ein bisschen Schärfe. Das gibt ein bisschen dann. Ganz genau. So, jetzt machen wir da den Deckel drauf. Dann lassen wir es mal laufen.
da könnte man noch ein bisschen Ananas dazugeben, das wäre auch noch schön. Das würde dann noch ein bisschen Leben in die Bude bringen. Und dann binden wir das ein bisschen ab, weil die Sweet and Sour Soße, die ist ja auch mit Maizena, also mit Maisstärke. Abgebunden, so, da haben wir ein bisschen Ananas noch, das geht auch hinzu. Dann noch einmal den Deckel drauf, dann lassen wir es schön laufen. Und jetzt lassen wir dann kleine Flamme kochen. So, jetzt nehmen wir Guarkern oder Johannesbrotkern. Wenn alles von beiden nicht da ist, könnte man eventuell auch pulverisierte Kohlsamenschale nehmen. Weißt du jetzt, wie da reinkommt? Das höre ich am Sound. Wenn es anfängt, so ein bisschen hoch, so flutschig zu tönen, jetzt hörst du es, jetzt kommt es. Es anfängt so flupschig zu tönen, dann ist es so gebunden, dass mir das dann nicht gleich von der Stange läuft. Jetzt siehst du, das ist so. So, auch mit Blumenkohl kann man einen Reisring machen, gell? Ich habe den Blumenkohl jetzt da gehackt auf Bruchreisgröße und da geben wir zum Beispiel angekeimte schwarze Sesam dazu. Man muss aufpassen, dass man da den Sesam nicht zu lange ankeimt, weil wenn man den zu lange, dann sieht man da wenn man den zu lange ankeimt, dann wird er bitter. Aber so ein kurzes Ankeimen, das tut der ganzen Geschichte gut. Dann nehmen wir hier schwarzes Sesamöl. Und dann geben wir hier ein bisschen Salz dazu. Ein bisschen Hefe. Gibt an vielen Rezepten ein bisschen Hefe dazu, was bewirkt das? Die Hefe hat so einen runden, schönen Geschmack und wir holen die Leute da ab, wo sie sind. Die Leute, die sind an, an viele Gewürze und an dieses Mami-Geschmack und diese Edelhefe, das ist ja Dr. Ritter, hat diese Edelhefe entworfen als Nahrungsergänzung. Mhm. Für uns ist es ein Gewürz und nicht eine Nahrungsergänzung. Das ist natürlich fakultativ, es ist einfach da diesen runden, schönen Geschmack und das lieben die Leute, da kann man die Rohkost. Mir hat eine Dame angerufen und hat gesagt, ich habe jetzt auf Rohkost umgestellt und ich möchte, dass meine ganze Familie auch Rohkost isst. Was muss ich machen? Ganz einfach. Das, was man dann in Zukunft als Rohkost zubereitet, muss besser schmecken, schöner aussehen und eleganter serviert werden als alles, was man vorher gekocht hat. Und die das auch. Ja. Okay. So, jetzt mischen wir das. Ja, voilà. Gut, jetzt füllen wir das hier in den Ring hinein. Voilà. Ich muss das mal verteilen. Gut. Ein bisschen. Voilà. So, voilà. Gut, währenddem du das tust, mache ich hier aus Kürbis Nudeln. So. Hier haben wir Kürbisnudeln. Die sehen dann so aus. Und diese Kürbisnudeln, die servieren wir hier an der Currysoße. Wir haben da diese Currysoße ebenfalls rezeptiert. Mischen wir das hier mit dieser Currysoße schön, so, voilà. Sieht richtig aus, wie
Absolut. Ja, genau. Mhm. Die Reibe, mit der ich das gemacht habe, das ist die Curly von Burner. Damit geht's. Man kann natürlich Streifen schneiden, man könnte auch Streifen schneiden mit der Röhrouette. Also das ist dann freigestellt, wie man das macht. Und man könnte es sogar mit der Rösti-Reibe machen, das geht auch. So, jetzt holen wir diese wertvolle Soße dann noch schön ganz raus. Voilà. Weißt du, das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen. Ja, das würde ich auch sagen. So, währenddem die Rita jetzt das Körbchen macht, ja, die Banane macht, mache ich das Körbchen. Dann nehmen wir hier das Messer, schneiden das da oben drüber. So. Kokosflocken, die kann man selber machen. Das Rezept ist auch im Buch. Das macht ihr dann einfach zur Seite. Ja, das wollen wir schön raus. Und dann füllen wir das zum Beispiel mit etwas Trauben. Ja. Ja, kannst du oben drauf geben. Voilà, so. Oder nimmst du da noch was hin? Sonst gebe ich dir. So. Es ist natürlich sehr einfach mit der Rohkost. Wenn man das sofort abspült, dann geht das so schnell. Man hat so schnell wieder eine saubere Küche. Das ist einfach, das ist eine Freude. Keine angebrannten Pfannen, keine eingebrannten Fette und so weiter. Also es ist einfach schön und schnell. Viele Leute wissen gar nicht, was man Rohkraut, nämlich roh essen kann. Aber wir haben früher auch auf dem Salatbuffet Rohkraut gemacht und die Leute haben das nicht gegessen, warum auch immer. Und dann habe ich gesagt, so jetzt zerhacke ich das Rohkraut mal bis zur Unkenntlichkeit und setze es wieder zusammen. Das macht ja schlussendlich einen guten Koch aus. Und habe das gemacht und das Rohkraut ist weg, bevor man es angeschaut hat. So, wir machen jetzt weiter, wir behalten das mal bei, wir geben hier Rosinen dazu. Dann
nehmen wir hier entweder Leinöl, man kann Haselnussöl nehmen, man kann beinahe alle Öle dazu verwenden. Und man könnte auch ein Olivenöl nehmen. So, voilà, das reicht schon. Dann nehmen wir ein bisschen Apfeldicksaft dazu. Da hat sie jetzt keine Säure drin. Warum gibst du Apfeldicksaft dazu? Weil das Rohkraut, das hat eine kleine Restsüße und wenn ich das hineingebe, dann wird das so richtig fein. Rohkraut, normalerweise da hat man Zucker dran. Wir könnten jetzt das auch noch schön würzen mit ein bisschen Kreuzkümmel zum Beispiel, ein bisschen Muskat zum Beispiel. So, dann würden wir noch etwas Wacholderbeeren dazugeben. Wacholderbeeren. Das ist so ein schönes Wintergericht, das kann man ohne weiteres ein bisschen warm würzen. Ich würde hier noch etwas Zimt dazugeben. So. Und noch den Kümmel könnte man aufnehmen. So, Kardamom könnte man noch ein bisschen. Man könnte auch noch ein klein wenig Bimo. Allerdings, man könnte auch einfach ein bisschen Birnbrotgewürz oder Lebkuchengewürz, das würde sich auch fein machen. So, jetzt mischen wir das mal. So, jetzt könntest du mir hier noch etwas Salz und ein bisschen Soja dazugeben von der Namabio Tamari. So, gut, danke schön. Dankeschön. Ja, wunderbar. So, sehr schön. Und jetzt habe ich ja gesagt, wir haben es auseinandergerissen und setzen es wieder zusammen. Wir machen noch schnell eine schöne kontrastvolle Unterlage. Das wäre zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall ein bisschen Karotte. So. Dann nehmen wir da eine und setzen die da so schön ein. Jetzt könntest du da neben noch ein Häubchen mit der Sauce Royale setzen. Wir machen jetzt die Sauce Royale im Buch Rockers von Feinsten auf Seite 78. Für einen halben Liter nehmen wir eine halbe Zitrone, eine halbe Orange. Pressen den Saft aus hier. Voilà. Geben das dann in den Mixer. So. Sollte man eine Zitrone haben mit etwas weniger Saft, kann man auch die ganze Zitrone nehmen. Wünscht man die ganze Geschichte etwas deftiger, dann kann man auch ein bisschen je nachdem spielen, man könnte auch die ganze Orange nehmen, das würde auch gehen. Ich spüle das mal ein bisschen runter mit Wasser jetzt und dann gieße ich das in den Mixer. Wichtig ist, dass mit der Anfangsflüssigkeit, die ich hier habe, dass dieses wichtig ist, dass die Messer gedeckt sind. Da geben wir jetzt etwa 2 Löffel Mandelpüree hinein. So. Dann stellen wir da den Mixer auf den Motor. Jetzt ist wichtig, dass wir eine gute Emulsion machen.
Und wenn wir eine gute Emulsion machen, können wir nachher das Öl aufmontieren. Wenn wir das nicht machen, dann kann es sein, dass sie eben nicht bindet. So, wir lassen das mal laufen. So, hier haben wir eine Sauce Royale im Anfangsstadium. Das ist wichtig, dass sie da emulgiert ist. Und jetzt nehmen wir ein Aprikosenkernöl. Würden wir ein Mandelöl nehmen, dann würden wir sie Sauce Imperiale, also die kaiserliche Soße, mit Aprikosenkernöl, die königliche Soße. Mit Erdnussöl nennen wir sie die Sauce Duchesse, also die immer eine feine, gut getitelte Soße. Und da machen wir nochmals den Deckel drauf. Und jetzt während laufendem Mixer gießen wir Wasser und Öl hinein. Das heißt, wir montieren jetzt dieses Öl mit diesem Gemisch, was wir schon bereits drin haben, auf Wasser auf. So, wir werden mindestens so viel Flüssigkeit haben, oder eigentlich ist es so, dass wir etwas mehr Flüssigkeit in dieser Soße drin haben als Öl. Das Verhältnis Öl-Wasser gibt mir nachher die Festigkeit dieser Soße. Gut, wir fangen an. So, jetzt haben wir hier mal eine Grundsoße. Da gehen wir mal reinschauen. Jetzt läuft die Geschichte. So, jetzt haben wir ja eine Sauce Royale oder eine Mayonnaise-ähnliche Soße, die noch ungewürzt ist. Wir nennen diese ungewürzte Soße Garniercreme, weil die nehme ich jetzt weg, gebe die nachher in den Dressiersack oder Spritzbeutel oder wie man das auch nennt, und damit können wir die Süßspeisen garnieren. So, das brauchen wir anstelle von Buttercreme oder anstelle von Schlagrahm, das geben wir jetzt im Moment da wieder hinein. So. Jetzt nehmen wir Salz, Edelhefe, Muskat und würzen hier diese Sauce Royale da drin. So. Etwas Muskat noch dazu. Dann läuft der Mixer noch einmal. Hier haben wir eine Sauce Royale, gewürzt, fix und fertig, die hält im Kühlschrank 10 Tage. Außer man hat kein Schloss am Kühlschrank, dann ist sie früher weg. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, wir sind wieder auf Live-Sendung. Wir haben jetzt hier einen ähnlichen Aufbau, wir machen nämlich eine Pilzrahmsoße. Der Aufbau fängt an wie bei der Sauce Royale, die wir hinter uns haben. Nun auch da wieder ein bisschen Wasser über die Zitronen-Orangensäfte. Voilà,
Wir geben das wieder in den Mixer hinein. Was brauchen wir noch? Selbstverständlich Mandelpüree. Mandelpüree enthält ja Lecithin. Lecithin ist ein Emulgator und dieser Emulgator erlaubt uns dann, das Öl und das Wasser miteinander zu vermischen. Man nennt das Aufbauen. So, jetzt haben wir da wieder den Deckel. Wichtig ist, dass wir da einen guten Start hinlegen, nämlich eine tolle Mischung hier, auch da wieder, da ist es wichtig, dass wir das schön mixen. Wir nehmen aber jetzt diesmal andere Öle, und zwar ein ganz feines Rapsöl, gemischt mit einem Senföl. Wir nehmen halb-halb. So, jetzt haben wir hier eine feste Soße. Die ist natürlich noch nicht gewürzt, wir geben die wieder auf den Motorblock. Und dazu nehmen wir jetzt etwas Namabio Tamari. Das kriegt eine schöne Soße, und wenn da die Farbe adäquat ist, dann ist auch das Gewürz fertig. Also wir würzen hier nach Farbe, gell? So, wir haben jetzt eine schöne beige Soße, eine Rahmsoße, die gießen wir jetzt zu den Pilzen, und dann haben wir damit eine Pilzrahmsoße. Diese Pilzrahmsoße, die servieren wir zum schönsten Gemüse, das wir da finden. Das schönste Gemüse für mich ist nämlich der Romanesco. Der Romanesco, den werden wir auf schöne Rösten aufteilen, auftrennen. Und wenn wir jetzt so ein Romanesco anschauen, das mischen wir nochmal schön fertig, voilà. So, eine Pilzrahmsoße. Man könnte hier noch ein ganz wenig Paprika dann dazugeben. Wir geben die Paprika dann schön drauf, damit das noch dekoriert. Ein Romanesco, das schönste Gemüse, das wir kennen. Wir nehmen hier unten die Blätter weg. Und wenn wir dann das anschauen, dann hat jedes Röschen in sich selbst, ist wieder ein Romanesco, aber wir können das so weit auftrennen, wie wir immer wollen. Mit anderen Worten, so wie oben, so auch unten, dass wir sehen hier ja das gesamte Schöpferprinzip hier drin. Wir haben wieder ein Romanesco. Wir haben wieder ein Romanesco. Wir haben wieder ein Romanesco, von jetzt an bräuchten wir eigentlich die Lupe. Was wir hier haben, wir haben es hier mit einer Blumenknospe zu tun. Dasselbe mit einem Blumenkohl, das ist ebenfalls eine Blumenknospe. Dasselbe mit einem Brokkoli, ist ebenfalls eine Blumenknospe. Oder wenn wir jetzt da weitergehen, da haben wir noch einen violetten Blumenkohl. Ich liebe solches Gemüse. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Und weil das so schön aussieht, mischen wir den Romanesco mit dem Blumenkohl in Farbe, heute ganz in Lila. So, dazu brauchen wir eine Platte.
Was wir jetzt machen ist, wir brauchen das, was ich hier habe, noch für eine Füllung zum Beispiel. Und da machen wir jetzt ein bisschen Farbe rein. Da gebe ich ein kleines Schnitz von roter Beete dazu und kann auch ein bisschen roter Beete Saft dazu geben. Aber wenn wir schon einen leistungsstarken Mixer haben, dann geht es auch so. Wir machen mal den Deckel drauf. Ja, jetzt gibst du mir mal einen Spritzbeutel. Dankeschön. Könntest du mir mal da die kleinen Peperönchen geben, die in zwei schneiden, entkernen und dann können wir die füllen. Dann können wir da unseren Zuschauern gleich mal zeigen, wie man diese kleinen Peperönchen füllen kann. Sei das jetzt als Apero-Häppchen, wie ein Amis-Kuss zum Beispiel, oder sei das einfach so als ein Gericht oder zur purer Freude. Voilà, so. Voilà. Man kann damit natürlich auch die bereits schon hergestellte Paste noch ein bisschen verzieren. Dann sieht das so aus. Und dann könnte man da eben diese, guck mal, wenn man die füllt, dann, wenn die da nicht die schön stehen, dann kann man hier ein bisschen vom Boden trennen, ohne dass ich das, jetzt holen wir noch ein Plättchen. So, jetzt geben wir die Dinge schön rein. Man muss halt einfach aufpassen, dass man da den Boden nicht rausschneidet, sondern nur ein bisschen näher. Wir füllen einfach hier diese Hälften. So, voilà. Man kann dann auch das noch ein bisschen verzieren, zum Beispiel mit einem Sträußchen Schweinen, Petersilie. So, voilà. Voilà. Noch eins. Jetzt braucht man noch ein ganz kleines. Genau. Voilà. Schön. Wollen wir das gleich hier hinstellen?